Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir ein Unboxing von der Fairy Loot Box für den Monat Februar. Das hier ist die Fairy Loot Box. Offen gestanden, das ist kein wirkliches Unboxing. Ich habe sie direkt aufgemacht, als sie gekommen ist, mir schon mal alles angeguckt und selbst wenn nicht, habe ich gerade eben mein englisches Video vorher gefilmt. Also sie ist nicht wirklich zu, also wird sie nicht wirklich angeboxt, aber ich zeige euch einfach trotzdem, was drin ist. Das ist meine allererste Abo-Box, wie auch immer man das nennen mag, zumindest was so mit Büchern zu tun hat. Ich hatte früher die Glossy-Box für eine Weile, aber so ist es meine erste und ich bin wirklich, wirklich glücklich damit. Ich habe mir eine Weile alle möglichen angeguckt, auch immer wieder die Videos angeguckt, um mich zu entscheiden, welche ich wollte. Und Fairy Loot ist die, die mir wirklich die letzten Monate einfach durchgehend am besten gefallen hat. Und vor allem ist es super, dass sie aus England kommt oder aus dem Vereinten Königreich, vielleicht ist es auch nicht direkt England, ich denke aber schon, dass es direkt aus England ist, auf jeden Fall aus dem Vereinten Königreich. Und ja, dadurch ist der Versand natürlich viel besser nach Deutschland als zum Beispiel von Outcrate, wo der Versand 20 Dollar kostet oder so. Ja, aber lass uns anfangen. Das erste, was drin ist, ist diese Karte und da ist hinten alles drauf, was so drin ist in der Box und Beschreibung dazu. Und ich muss sagen, schon allein die Karte an sich ist der Hammer. Ich glaube, die gehört zu keinem bestimmten Buch oder irgendwas. Das ist einfach nur zu der Box. Aber ich finde, die ist echt toll. Und das Thema von der Box ist Emperors and Fugitives. Und ja, es ist eine wirklich tolle Box. Ich werde euch auch alle Shops, die hier hinten draufstehen, so alles in der Infobox unten verlinken. Das erste ist ein Print von Taratia oder so. Ich sage es jetzt einfach und dann sage ich es nachher nicht mehr. Es tut mir leid, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, sagt mir gerne Bescheid. Aber wenn ich den Namen noch vorher nicht ausgesprochen gehört habe, kann es gut sein, dass ich sie einfach falsch ausspreche. Also, und der Print ist einmal hier auf dieser Seite von Dorian Hilliard und auf der anderen Seite von Manon Blackbeak. Zwei Figuren von Throne of Glass. Was ich leider vergessen habe, wie es auf Deutsch heißt, das Buch, keine Ahnung. Aber ja, und ich finde es toll. Ich finde Manan total toll und auch Dorian, vor allem in den späteren Büchern. Warum sage ich jetzt nicht, falls ihr die noch nicht gelesen habt. Aber ich finde auf jeden Fall beide toll und daher finde ich es ein bisschen schade, dass es halt auf beiden Seiten bedruckt ist, anstatt dass es irgendwie zwei Prints wären oder so. Weil so kann man sich halt nur einen aussuchen. Aber man kann es ja ständig umdrehen. Einmal so und so und so und so und hin und her. Dann das nächste in der Box ist diese Funko-Schlüsselanhänger-Figur von Dancing Groot von Guardians of the Galaxy. Und ich muss sagen, ich habe Guardians of the Galaxy nicht geguckt oder gelesen, es ist auch ein Buch. Ich weiß nur von einer, von was im Fernsehen kommt. Ich weiß nicht mal, ob es eine Fernsehserie oder ein Film ist. Es tut mir so leid. Ich schäme mich echt gerade. Aber ich muss sagen, ich weiß es gerade echt nicht, deswegen. Aber er ist auf jeden Fall total süß und er wird bei mir auf jeden Fall ins Regal wandern. Dann habe ich hier etwas, was die ganze Box voll riecht. Nicht voll stinkt, es riecht gut, aber es riecht alles danach. Und zwar ist es eine Badekugel von Bathing Beauties und es heißt Celestial Gunpowder. Celestial Gunpowder. Und es ist so schön pink und hat hier oben auch noch irgendwie was Weißes und mit Glitzer und so. Und die riecht einfach sehr, sehr stark. Also wenn ihr nicht stark riechende Sachen mögt, dann, wenn ihr stark riechende Sachen nicht mögt, dann ist es vielleicht nicht das Richtige für euch, aber mich stören stark riechende Sachen nicht. Ich finde es riecht total gut. Ich bin aber nicht so der Bademensch, deswegen wird es bei mir eher irgendwie nur so zur Deko sein, als zu möglich benutzen, aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem toll. Das nächste ist das, wo ich mich eigentlich am meisten drauf gefreut habe in dieser Box, außer auf das Buch, und zwar ist es eine Kerze von Happy Piranha. Und das ist die hier. Die heißt Collusion Sunset und hat hier einfach schon mal ein super tolles Design und hier oben auch. Und diese Kerze wurde wohl von der Autorin des Buchs, das in dieser Box drin ist, benannt. Und wenn man das Buch gelesen hat, macht der Name wohl Sinn. Da bin ich mal gespannt. Sie riecht auf jeden Fall super gut und ich finde, sie riecht auch irgendwie so ein bisschen fruchtig. Ja, fruchtig, auf jeden Fall fruchtig. Und sie ist so schön lila, blau, je nach Licht wahrscheinlich. Und sie ist auch eine große Größe, also Full Size. Und es ist meine erste Kerze, die irgendwie mit Büchern so zu tun hat. Und ja, da bin ich richtig glücklich drüber und habe mich auch echt drauf gefreut. Dann als nächstes gibt es von Till & Dill ein Space Girl Lesezeichen. Das ist das hier. Und ich finde, das ist echt super. Also der
die Figur hier drauf, das, wie nennt man das, das Design oder wie auch immer, gefällt mir echt super. Ich finde es total schön. Hier hinten ist nicht wirklich was drauf, nur halt der Name von dem Etsy-Shop und so. Und ich finde es echt toll. Wie ihr seht, ist es ziemlich so flatterig irgendwie, aber es ist trotzdem, fühlt sich nach einer sehr guten Qualität an. Also es ist zwar nicht so steif, aber es ist irgendwie so, also nicht nur Papier oder so, es ist echt gute Qualität und ich freue mich total drüber. Dann haben wir von Read at Midnight einen Untersetzer. Also Bierdeckel kann man ja nicht wirklich sagen, aber wie ist denn das offizielle Wort für Bierdeckel, wenn es kein wirklicher Bierdeckel ist? Getränkeuntersetzer? Ein Getränkeuntersetzer. Und zwar mit einem Zitat von Illumine. Und es ist: She is catalyst, she is chaos, I can see why he loves her. Ja, das hat sich jetzt so angehört, als wenn es noch weitergehen müsste. Egal, den ich als Untersetzer benutzen, weil dazu ist es viel zu schade. Aber es ist echt toll. Und ich muss sagen, ich habe zumindest von Illumine gehört und es steht auf meiner Leseliste. Das finde ich ganz toll, weil da ich ja erst seit kurzem irgendwie so wieder richtig Bücher lese und so, weiß ich in vielen Boxen nicht unbedingt, um was für Bücher es geht oder kenne ich die Bücher nicht oder so. Und hier Throne of Glass habe ich auf jeden Fall gelesen. Illumine will ich auf jeden Fall bald lesen. Also schon mal ein sehr gutes Ergebnis von dieser Box. Dann haben wir hier dieses Täschchen, das man als Mäppchen, Make-up-Tasche, irgendwas anderes benutzen kann. Und das ist von Alice Couture oder so. Ich verfolge sie schon ziemlich lange auf Instagram. Sie ist ziemlich gut, was so Lettering angeht, dass sie schöne Schriften machen und so. Und sie hat diese Tasche hier designt oder das halt auch so geschrieben quasi. Und hier steht drauf: The world makes things for each place. Und das ist ein Zitat aus Rebel of the Sands, das ich auch noch nicht gelesen habe, das ich mir aber erst vor anderthalb Wochen oder so gekauft habe und definitiv lesen möchte. Also nochmal ein Punkt für mich so in dem Sinne. Es ist nochmal was, wo ich so zumindest ansatzweise weiß, was es damit auf sich hat und das freut mich. Und ich finde das Täschchen super. Ich werde es wahrscheinlich als Mäppchen benutzen für meine Bullet Journal Sachen, die ich so immer gern dabei habe. Weil es ist zwar auch eine richtig coole Größe, auch für ein Make-up-Täschchen, aber mein Make-up trage ich eigentlich nicht mit mir rum und meine Stifte schon, deswegen Stifte. Dann die nächsten Sachen, das ist mehr so Werbungssachen, und zwar ist es einmal von Fairyloot, dieses Kärtchen, wo auch der Reading Buddy draufsteht. Das macht Fairyloot wohl so, dass immer zwei Leute quasi dieselbe Karte haben mit derselben Nummer und dann kann man halt vielleicht gemeinsam mit der Person lesen oder drüber sprechen oder wie auch immer, und das finde ich echt cool. Dann gibt es das hier, das ist ein Gutschein, wo man 30% Rabatt kriegt von My Bookmark Shop. Und das finde ich auch cool. 30% Rabatt auf ein Lesezeichen, das ist echt cool. Dann haben wir dieses schöne Briefumschlägchen. Das ist ein ganz normaler Briefumschlag, kein Umschlägchen, aber wie auch immer. Hier steht drauf: It's not a lie if you can't remember the truth. Und hier drin ist so ein Booklet oder so und da ist ein ziemlich langer Ausschnitt aus diesem Buch drin. Das Buch ist The One Memory of Flora Banks bei Emily Barr und es sind halt auch sonst noch andere Infos über das Buch irgendwie drin. Und ja, ich finde das ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich das Buch lesen werde. Ich habe schon viel drüber gehört und irgendwie, es hört sich zwar interessant an, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt so das Buch, das ich lese normalerweise. Aber mal sehen, vielleicht lese ich es halt auch. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass da dieses super dicke Booklet drin ist, wo halt echt viel über das Buch drin steht. So, und als letztes gibt es natürlich das Buch, seht ihr das hier, in dieser schönen Tasche. Und ich finde das Täschchen an sich schon cool, weil ich nehme zwar meistens lieber mein Kindle mit als ein richtiges Buch, aber wenn ich dann doch mein richtiges Buch mitnehme, habe ich dieses schöne Täschchen, wo ich das Buch reintun kann, was natürlich sehr von Vorteil ist, damit es nicht dreckig wird oder sonst was in meiner Tasche. Hier drin sind noch zwei Sachen außer dem Buch. Und zwar ist das einmal ein Brief von dem Autor. Das ist eigentlich auch immer dabei in der Fairyloot Box. Ich denke mal, da steht auch was über das Buch drin und so. Den werde ich auf jeden Fall nachher lesen. Und dann dieses Fairy Scoop Ding. Da ist innen drin nochmal Informationen über den Autor. Unten sind auch so Bücherempfehlungen drin. Und hinten ist nochmal eine Info über die nächste Box. So, jetzt aber das eigentlich Interessante, und zwar das Buch. Hier ist es. Empress of a Thousand Skies heißt es. Und es ist bei Rola Bellesa. Es ist auch ziemlich schnell rausgekommen, glaube ich, diesen Monat. Und es ist ein Jugendroman, ein Sci-Fi-Jugendroman. Ich lese euch einfach mal kurz
vor, was hinten drauf steht, auch wenn es auf Englisch ist. Crown Princess Rian Tan, better known as Ri, is the sole survivor of an ancient bloodline. She is seen as something delicate, a thing to be preserved and protected until she comes of age to rule as Empress. So, nochmal. She is seen as something delicate, a thing to be preserved and protected until she comes of age to rule as Empress. But Ri has other plans. Das hört sich doch schon mal gut an. Sie soll einiges tun, hat aber ganz andere Pläne. Ich freue mich schon darauf, das Buch zu lesen. Ich weiß nicht, ob ich im März wirklich schon dazu kommen werde. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es ist ein echt schönes Buch. Mir gefällt auch das Cover total. Und ich freue mich. Schauen wir mal, wie viele Seiten es hat. Falls es jemanden interessiert. Ja, okay. Es ist ja echt. 314 Seiten. Also es ist ganz in Ordnung. Und die Seiten sind auch echt relativ groß beschrieben. Das müsste eigentlich relativ schnell gehen. Man sieht ja auch, es ist kein besonders dickes Buch. Aber ja, trotzdem. Sehr toll. Und ich muss sagen, alles in allem bin ich wirklich super zufrieden mit meiner Fairy Loot Box. Ich habe mich echt mega drüber gefreut und hoffe, dass ich noch irgendwie ein Abo reinkriege für eine Märzbox. Also ich möchte mir ein Abo machen und ich möchte bitte auch noch die Märzbox kriegen. Ich habe es irgendwie verpasst, aber vielleicht... ich habe gehört, es gibt nochmal so Anfang März da nochmal so offene Plätze und so. Ich muss unbedingt ein Fairy Loot Abo kriegen. Ja. Ich hoffe, ich bin schnell genug, dass ich mich da anmelden kann. Das letzte Mal, als es soweit war, wenn man die Box bestellen konnte, war ich unterwegs und ich hatte meine Kreditkarte nicht dabei und wollte es dann halt einfach zu Hause machen. Und dann habe ich es abends vergessen und wollte es am nächsten Tag machen und dann gab es schon keine mehr. Und jetzt, ich weiß, ab 1. März werde ich meine Kreditkarte überall mit mir rumtragen, dass sobald ich die E-Mail kriege, ich mich anmelden kann und meine Daten eingeben kann. Drückt mir die Daumen! Ja, bitte! Und lasst mir doch gerne einen Kommentar da und sagt mir, was ihr von der Box haltet, ob ihr auch eine habt oder nicht, warum ja, wie auch immer, hin und her. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert mich. Tschüss!